John Carter ist der neueste Science-Fiction-Fantasy-Film aus den Disney-Studios. Inszeniert wurde er von Andrew Stanton, einem der Regisseure vom erfolgreichen Pixar-Streifen Wall-E. Der Film basiert auf den Geschichten von Edgar Rice Burroughs, welcher auch geistiger Vater vom Dschungelkönig Tarzan ist. Die Figur des John Carter erschien erstmals 1912 in dem amerikanischen Pulp-Magazin The All-Time Story Magazine unter dem Titel Under the Moon of Mars. In Buchform wurde das Abenteuer 1917 unter Die Prinzessin vom Mars veröffentlicht. Burroughs schrieb zahlreiche Fortsetzungen und auch heute noch erscheinen Comics, unter anderem beim Verlag Dynamite in der Serie John Carter Warlords of Mars. Leider sind weder die Bücher noch die Comics alle auf Deutsch erhältlich. Jedenfalls kommt nun der Film zum ersten Roman mit dem Titel John Carter zwischen zwei Welten in die deutschen Kinos. Die Geschichte beginnt gegen 1866, nach dem amerikanischen Bürgerkrieg in Arizona. Captain John Carter versteckt sich auf der Flucht vor kriegerischen Apachen in einer Höhle. Hier trifft er auf einen geheimnisvollen Mönch, dem er ein blau leuchtendes Amulett abnimmt. Kaum berührt er dieses, dreht sich alles um ihn herum und im nächsten Moment findet er sich in einer ihm völlig unbekannten rötlichen Wüste wieder. Kaum angekommen, wird er von bis zu 2,80 Meter großen, grünhäutigen, vierarmigen, menschenähnlichen Kriegern mit Stoßzähnen gefangen genommen. In der Gefangenschaft findet er heraus, dass sich diese Krieger Targs nennen und er sich auf dem Planeten Barsoom befindet. Barsoom ist der Planet Mars aus Erdensicht. Der Anführer der Targs, Jeddak Tars Tarkas, übergibt Carter in die Obhut der Kriegerin Sola. Jeddak bedeutet König. Gleichzeitig herrscht auf Barsoom ein Krieg zwischen den Menschenvölkern der Stadt Helium und Sodanga, unter dem Jeddak Zaib Zan. Dank einer übermächtigen Waffe seiner Verbündeten, den Serms, gewinnt Zan die Oberhand und Helium steht kurz vor der Niederlage. Was Zan nicht weiß, ist, dass die mönchsartigen Serms unter Matai Shang ihre ganz eigenen Ziele verfolgen. Die Menschen von Helium haben nur eine Chance zum Überleben, wenn ihre Prinzessin Deja Soris in die Heirat mit Zaib Zan einstimmt. Doch sie flüchtet und als ihr Flugschiff von Zan abgeschossen wird, rettet sie John Carter dank übermenschlicher Kräfte. Ursprung dieser Kräfte ist die geringe Gravitation von Barsoom gegenüber der Erde. So kann Carter höher und weiter springen und hat verstärkte Muskelkraft. Als Deja sieht, was für Kraft Carter besitzt, versucht sie ihn zu überreden, für ihr Volk zu kämpfen. Doch er hat nur eines im Sinn, einen Weg zurück auf die Erde zu finden. Das Schicksal hat einen anderen Weg für John Carter vorherbestimmt. Und er muss wider Willen zum Helden werden. Auch wenn es ihm zuerst nicht gefällt, merkt er mit der Zeit, dass er inzwischen sein Herz an die Prinzessin von Helium verloren hat. Der Film John Carter verstrickt sich nicht in langatmige Einleitungen, sondern beginnt rasant mit der Abenteuerreise. Dabei wird die teils recht einfache Geschichte um Barsoom und seinen Bewohnern mehr durch Bilder als Worte erzählt, was überaus gelungen ist. Tiefgang darf keiner erwarten, denn der Film zielt auf Unterhaltung und das 130 Minuten lang. Tricktechnisch, sei es Helium oder die sich bewegende Stadt Sodanga, wurde hervorragende Arbeit geleistet. Ganz zu schweigen von den zahlreichen fremden Wesen, die sich sehr lebendig bewegen und wirken. Weiter wurde eine gute Riege von Schauspielern zusammengestellt. Taylor Kitsch überzeugt als Draufgänger John Carter. Und auch die Chemie mit der Prinzessin vom Mars, Deja Soris, gespielt von Lynn Collins, stimmt. Interessant ist, dass beide bereits im Film X-Men Wolverine Origins zusammen zu sehen waren. Kitsch als Kartenmagier Gambit und Collins als Wolverines Freundin Silver Fox. Darsteller wie Dominic West als Zaib Than und Mark Strong als geheimnisvolles Mönchwesen Ma Tai Chang spielen überzeugend die Widersacher und verleihen ihren Rollen sogar Charaktertiefe. Es ist erfreulich zu sehen, dass die Buchvorlage gut und modern auf die Leinwand gebracht wurde. Weiter ist schön zu sehen, dass Autor Edgar Rice Burroughs als kleine, aber nicht unwichtige Figur auftaucht. John Carter bietet kurz gesagt unterhaltsames Popcorn-Kino. Als wirklich traurig kann nur der 3D-Effekt bezeichnet werden, welcher fast gar nicht zum Tragen kommt und aufgesetzt wirkt.